Bin mal gespannt, ob der Hänger gleich mit dem Holz, was wir jetzt hier liegen haben, schon wieder voll ist. Ja, bestimmt. Baum schon wieder runtergefallen. Nein. Ups. Hallo? Volker? Jo. Moin. Hi. Ich hab gehört, eine Fahrschule hat aufgemacht von dir. Jo. Kannst du auch Scheine neu machen? Also, der Sepp, der war jetzt beim Feuerwehreinsatz und hat seinen Baggerschein im Wasser verloren. Oh. Ja, kann ich neu ausstellen. Muss ich aber ins Zentralregister schauen. Ja. Was würde der Spaß ungefähr kosten? Ja, muss ich gucken, was alles drin stand. Kann auch sein, dass er manches nochmal neu machen muss. Weißt du schon ungefähren Preis? Ja, was hat er ungefähr alles gehabt? Weiß er das? Der Baggerschein nur ist weg. Nur der Baggerschein. Der Rest, der ist noch da. Ein Baggerschein sind 500 Öcken. Okay. Ja, dann wird er den wahrscheinlich nochmal neu machen müssen. Ja. Hat er Pech gehabt, wenn er nicht drauf aufpasst. Ja. Okay. Gut, bis dann erstmal. Jo. Tschö. Tschö. Eieieiei. Wie kann man einen Baggerschein im Wasser verlieren? Ich hab keine Ahnung. Na, warte mal, ich guck mal, ob der schon wieder voll ist. Wer nimmt seinen Baggerschein auf dem Feuerwehreinsatz mit? Das ist eine bessere Frage. Wahrscheinlich ist der Bagger schwimmen gegangen. Dann sind die 1000, die 500 Euro, ja, schon wieder. Hallo? Hallo, hier ist der Herr Richter. Hallo, Herr Richter. Ich hatte ja damals einen Unfall. Sie hatten mal einen Unfall, ja, und jetzt? Und das Problem ist halt, über wen laufen die Autos, damit ich weiß, wen ich da erstmal anzeigen muss, welchen Verein für Schmerzensgeld. Ob es die Stadt oder das Land ist, wissen Sie das zufällig? Die Polizei ist Ländersache. Ja, ich weiß, aber hier. Läuft das dann über das Land Spatzungen? Über Grünfelder Land oder wo drüber? Ja, ganz normal Gemeinde, klar. Ja, aber ja. Dann muss ich da jetzt mal rechtliche Schritte gegen einlassen. Auch Schmerzensgeld. War ja, weil ich einen Unfall damit hatte. Ja, wenn Sie einen Unfall machen mit dem Auto, warum wollen Sie dann Schmerzensgeld haben? Weil die Achse hinten weggebrochen ist. Dabei, da schon davon, da bin ich dagegen. Deswegen. Okay, viel Erfolg. Ja. Tschüss. Tschüss. Warte mal, hier hängt ein Baum. Also manchmal frage ich mich, was die Leute überhaupt machen, ey. Da kriegen sie schon ein fettes Beamtengehalt und dann wollen sie noch mehr. Hey, um was ging's denn da jetzt genau? Ja, anscheinend hat er einen Unfall gebaut. Und jetzt will er Schmerzensgeld von der Gemeinde. Wäre jetzt die Frage, mit was hat er einen Unfall gebaut? Mit einem Polizeiwagen. Eigenverschuldung oder? Da. Wahrscheinlich hat er zu viel getrunken gehabt. So. Es geht ja ruckzuck hier. Oh, wenn man alles direkt beim Häcksler liegen hat, dann geht das aber. Ja. Deshalb super, dass du mithilfst, ey. Geht es eigentlich viel schneller. Ich glaube, wenn du das alleine machen würdest, dann wärst du übermorgen nicht fertig. Ja, wenn wir das jetzt gleich noch mit dem Frontlader machen, dann geht es noch ein bisschen schneller. Mit dem Frontlader, sag ich. Ja, doch, Frontlader. Könnte sogar voll werden jetzt. Jo, voll. Okay. Kannst du mal gerade den Joskin hier abhängen? Ist. Danke. Und den Häcksler mal zuklappen.
Dann stelle ich den nämlich mal in die Lichtung rein. Ja. Der hier, die ging nicht, gell? Die zwei. Nee. Nee, die gingen nicht. Aber der nebenan geht noch. Gut. Bis dran. Gut, ich zieh. So, mach mal hier weg. Dann können wir da weitermachen. Ups, also du meintest, der hier geht noch, oder was? Ja. Und den hier noch schnell wegziehen? Ja, mach ich. Siehst du, wenn ich den nämlich so nehme und dann direkt über den Häcksler leg, dass du den einfach vorne absägst, dann ist es am besten. Achtung! Au. Ja, ich will den nur mal rumlegen. Dann setzen wir den Häcksler noch ein bisschen zurück gleich. Mhm. Wobei... Achso, nee, doch, muss ich ein müssen wir. Ich brauche nämlich auch noch Langholz. Für das Sägewerk dann. Hast du noch Holzhacker? Nee, habe ich noch keinen. Ja, kein Geld. Keine Geld. Die Frage, was würde einer einer Mietung kosten? Also, wenn er einen mietet oder liest. Nee, ich habe den. Letzte Woche habe ich das einfach in Häcksler reingemacht. Nicht in Häcksler. In den Joskin. So, wo war denn jetzt das Zelt? Ich hab's nämlich vergessen. Bitte. Ich hab's jetzt gerade auch vergessen, weil ich die Orientierung verloren hab. Ja, da hinten war der Häcksler gestanden. Ja. Ich glaube, ich bin in die Richtung hier gegangen. Ah ja, hier im Schatten, da steht's. Und dann nehme ich nämlich nochmal das Rockstar hier raus. Eieiei. Ei, ei. Das ist gut. Pause muss auch mal sein. Ach jo. Aber holla. So, jetzt muss der Anhänger noch zum LU. Soll ich mal mit hochfahren? Das Problem ist, ich habe auch alles kennenlerne hier. Problem ist, ich habe ja keinen Sitz hier bei. Oder? Muss mal probieren, ob da reinkommst. Guck mir doch mal. Jo, schau mal. Aber ich glaub's eh nicht. Nee, leider nicht. Warte mal, ich ruf mal, ich telefoniere mal kurz. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Carsten. Ach, hallo? Herr Schneider? Ja. Hallo, Herr Schneider. Wie schaut's denn jetzt aus? Wir wollten uns eigentlich treffen. Aber ich habe gehört, Sie hatten einen Unfall. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Auto mehr. Warum? Ja, weil das noch im See liegt und... Ja, ich weiß. Wie ist es denn da hingekommen? Ja, ich hatte einen Unfall und... Das ist aber schlecht. Na, weil da war... Ich habe immer... Da war eben vor dem See so eine Kurve, eine kleine. Bin in die Kurve gefahren. Normal bremst man ja ein bisschen vor der Kurve, aber... Da war irgendwie das Bremspedal... Hat es gefehlt oder so. Auf jeden Fall... Ich habe gedrückt, aber es hat dann nicht gebremst. Bin deshalb auch zu schnell in die Kurve gefahren und bin dann weggerutscht.
bin ich gerutscht und dann in den See hinein. Ja, jetzt. Ja. Ja, Sie könnten mal gucken. Es gibt da so, so ein externes Abfuhrunternehmen. So ein ich glaube, die haben gestern schon den ganzen Tag, glaube ich, probiert, dieses Auto herauszubekommen, aber. Ja, ja, ich habe auch gehört, so einer vom Bauhof hat seinen Führerschein dann im See vergessen, verloren. aber dann könnten sie ja mal. Nee, rufen Sie mal beim externen Unternehmen an, vielleicht können die das Auto bergen und zum Händler bringen. Ja, da könnte ich mal schauen. Oder sprechen Sie einfach mal mit dem Händler, ob der da einen Kontakt hat. Sagen Sie, das autorisiert. Ja. Haben Sie einen Audi? Ich? Ja. Nee, ich habe gar kein Auto. Nicht? Nee. Auf jeden Fall, ich gebe Ihnen einen Tipp. Kaufen Sie keinen Audi. Wenn einen VW, aber keinen Audi. Okay. Nee, gut. Mann, das ist brutal. Diese Standardbereifung, aua, diese Standardbereifung, die rutscht bis zum geht nicht mehr. Das ist richtig schlutzig. Also ich empfehle Schneider. Das ist nur, wenn du ein bisschen auf die Wiese kommst. Wie du zum Beispiel. Na. Doch. Wenn du wirklich nur auf der Straße bleibst, dann ist das nicht so. Okay. Naja, ich muss weitermachen. Ich dachte nämlich, ich hätte hier nämlich jemand gehabt, der Taxi fahren wollte, aber naja. Ah ja, und bräuchtest du vielleicht jemand die Bahn zu helfen? Herr Varona? Hä? Was schreit der Hofer jetzt da hinten rein? Herr Varona? Hallo. Ja, was ist los? Wie viel wollten ihr für pro Woche für ein gepachtetes Feld? Das müsste ich dich vom Jürgen fragen, weil ich ein Feld pachten würde. Ja, ich bin mit dem Schneider gerade am Telefonieren. Der Jürgen soll sich mal an den Neumann wenden. Okay. Schneider? Ja? Arbeit Wald hast du gefragt, gell? Ja. Hast du einen Anhänger? Nein. Schade. Sonst hätte ich ein bisschen Arbeit gehabt. Aber, ne, weil ich muss jetzt eben, weil jetzt die neue Verordnung sagt, ja, also dass ich sollte Milchschafen, weil ich habe ja Milchschafe, also man die jetzt muss anders füttern und dieses Futter habe ich nicht und jetzt muss ich halt schauen, dass ich mal Maschinen verkaufe, damit ich noch halbwegs über die Runden komme und lass mein Feld von dem LU bearbeiten, also dass ich sie nur mehr füttere und da mache ich inzwischen noch irgendwas anderes, voran da arbeiten, bis ich ein bisschen das Konto, den Geld verdient habe. Aber dann guck doch, ob du beim LU vielleicht arbeitest und deine Felder so selber ansäst. Ja, vielleicht beim LU oder so. Wäre vielleicht schon eine Idee. Ja. Jo. Okay, ich habe leider gerade keine Arbeit. Ich bräuchte eher, aber du hast ja kein Auto mehr. Ich bräuchte eher jemand, der noch ein Auto hat oder meinen Mitarbeiter mitnehmen kann. Oder beziehungsweise meinen Kumpel. Okay, ich muss da mal weitermachen. Okay, passt. Gut, bis dann erstmal. Servus. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, haben die mich jetzt voll gequatscht, ey. Ey. Wir können Folgendes machen. Was denn? Dass du einfach den Anhänger zum L... Achso, du weißt aber nicht, wohin, gell? Wenn das in etwa der Weg zum Händler ist, dann weiß ich in etwa wo. Nein. Warte mal. Ich muss mal gerade in die Garage reingucken. 153.000. Achso, Moment. Warte hier. Muss mal gerade ins Tablet gucken. Moment. Den kriege ich jetzt halt so nicht mehr so günstig. Meinst du einen anderen Traktor oder was? Jo, bin gerade am Überlegen. Uhuhu. 164 PS, aber das kriege ich glaube ich nicht. Hä, lol. Musst auch immer gucken, dass du den Häcksler ziehen kannst und den Hänger. Ja, meine Sämaschine braucht 270. Warum habe ich denn
Warum habe ich denn einen Ladewagen? So. Hast du vielleicht irgendein Feld mit Stroh? Ja, ich hatte mal eins, stimmt schon. Aber ich bin gerade am Überlegen. Den könnte ich eigentlich verkaufen, dann könnten wir uns wieder ein Auto holen. Das wäre nicht schlecht. Ich telefoniere mal kurz mit dem... Ne, warte, der soll mich anrufen. Kannst du mal... Kannst du mal zum Händler laufen? Da kannst du hier querfeld ein. Wo muss ich denn da lang laufen? Diese Richtung, Richtung Osten. Da hinten siehst du doch die Stadt schon. Ja. Dann einmal komplett durch die Stadt, dann bist du beim Bauhof. Und dann rechts der Straße folgen. Okay. Gut, bis gleich. Beim Händler dann, ich hoffe, der ruft mich gleich zurück. Ja, ich warte dann beim Händler. Wenn er noch da ist. Jo, bis dann. Bis dann. Ups. Dann verkaufe ich nämlich gleich mal den Ladewagen. Den Ladewagen braucht man nicht unbedingt, den kann dann eher, können wir höchstens, also so Tätigkeiten könnten wir vom LU erledigen lassen.